Seien Sie ehrlich gegenüber Ihrer Klientel und seien Sie ehrlich gegenüber der Bevölkerung. Wir befinden uns in einer Art Ausnahmezustand. Wir können uns nichts mehr erlauben, das nicht eindeutig gesetzlich vorgeschrieben ist oder das nicht produktiv ist. Ich vertrete hier nur die eindeutigen ökonomischen Notwendigkeiten. Wir leben weder in einer Stadt noch in einer Zeit, in der man 40.000 Euro für Amphibienwellness ausgeben kann. Wer so etwas ernsthaft in den Haushalt 2010 einbringt, der hat die Zeichen der Zeit sowieso nicht erkannt. Und dass die SPD sich so von den Grünen vorführen lässt, spricht für den Zustand der SPD. Das werden wir in einigen Wochen spüren, wenn der Haushalt ohne Genehmigungsvermerk aus Hannover zurückkommt. Sie werden ihn trotzdem heute auf den Weg bringen. Das ist Ihre Entscheidung, meine Damen und Herren, nicht meine. Ich werde gemeinsam mit der CDU gegen diesen Haushalt stimmen. Ordnungspunkt 4, Mitteilung des Oberbürgermeisters. Bitte schön, Herr Dr. Schwantner. Heute habe ich hier genug. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich habe drei Punkte. Der erste Punkt. Der erste Punkt ist, dass ich kurz darauf eingehe, was Herr Norrenbrock gesagt hat. Wir haben in der Tat die Genehmigung des Haushalts unter Auflagen erhalten. Das Schriftstück ist allen Fraktionen zugegangen, Ihnen dadurch möglicherweise auch. Die weitere Beratung erfolgt, wie vorgesehen, mit Ihnen vereinbart, morgen in der interfraktionellen Arbeitsgruppe. Und je nachdem, wie das Ergebnis ist, wird der Rat dann in der August-Sitzung mit den Ergebnissen dieser Beratung dann befasst werden.